Mit der lieben Leo. Wir sind hier im Podium Gym auf Koh Phangan. Ich wollte halt unbedingt eine Outdoor Area, wie ihr hier seht, weil ich Calisthenics mache und halt nicht so viel am Gerät bin. Das sieht richtig sauber hier aus. Ich habe hier Ringe, Stangen, also wirklich hier sehr, sehr nice Gym. Auch super saubere Geräte, also für die Leute, die hier mit Geräten trainieren, wirklich sehr, sehr nice. Und ja, ich mache heute ein bisschen was für meinen kompletten Körper. Ich bin jetzt nicht so, dass ich Split-Training mache und dann jeden Tag ins Gym gehe, sondern ich mache jeden zweiten, dritten Tag mache ich eine Gym-Session mit der Leo und zeige euch einfach heute ein bisschen, was ich wieder mache. Mit den Ringen auch drin. Mit ein paar Geräten werde ich heute auch trainieren. Ja, wollte ich einfach nur mal so ein bisschen erzählen. Wir sind ja jetzt seit ungefähr einer Woche hier auf Koh Phangan. Wir sind jetzt auch schon das erste Mal in einem anderen Gym gewesen, aber da war es nicht so nice, weil es erstens gestunken hat und das zweite, es war halt abends und dann kommen super, super viele Moskitos. Deswegen geht auf jeden Fall am Morgen, wo es noch heiß ist oder wo es anfängt warm zu werden, dann habt ihr nämlich die Probleme nicht mit den Moskitos, falls ihr im Außenbereich seid. Also das Gym war komplett offen. Hier haben wir komplett das Zone-Gym hier drin. Hier haben wir die Möglichkeit draußen zu trainieren. Für mich halt perfekt, weil wie gesagt, ich mache ja Calisthenics und hauptsächlich halt auch draußen an den Stangen meine Übungen. Ja, ich werde euch einfach heute ein bisschen mitnehmen und ja, viel Spaß! Kleines Schweinchen. Ich liebe die Luftfeuchtigkeit, wirklich, du schwitzt so alles raus und mein kleiner Bauchnabel, der fängt ja schon an Wasser zu sammeln.
Ich liebe es wirklich, bei warmem Wetter zu trainieren, weil wirklich der Körper arbeitet. Ich habe ja auch damals, vor 2 Jahren, bin ich auch noch sprinten gegangen, im Sommer bei 30 Grad. Und wirklich, Leute, es ist so schön, wie der Körper arbeitet. Und auch wie er kühlt, wie er das ganze Wasser raushaut. Ja, und es fühlt sich einfach, ja, wirklich lebendig an. Und das ist wirklich so, so schön. Ich kann natürlich euch auch empfehlen, kauft euch wirklich Ringe hier. Das sind natürlich jetzt nicht meine Ringe. Aber ich wusste jetzt auch nicht, ob ich während der Reise die Möglichkeit habe, wirklich in ein gutes Gym zu gehen. Aber wenn man natürlich hier ein bisschen rumschaut und recherchiert, dann findet man natürlich auch was Passendes. Aber ich kann euch echt nur empfehlen, holt euch die Ringe, wenn ihr reisen geht. Das ist ein Tipp. Und das zweite ist, holt euch hier so Bänder. Da hängt auch schon eins, um halt wirklich nochmal besser zu werden im Muscle-Up oder auch in Klimmzügen einfach oder in anderen Sachen. Wirklich, diese zwei Sachen ist mein Home-Gym. Und ich habe das ja mitgenommen, um das vielleicht an eine Palme zu hängen wie hier. Ja, die ein bisschen schräger liegt, und dann kann ich einfach diese Ringe dranhängen. Das ist wirklich super klasse und mega einfach. Deswegen zwei Tipps, falls ihr dann mal wirklich auch für länger reisen geht und hier die Möglichkeit euch nicht nehmen möchtet, trainieren zu gehen. Ja, ich zeige euch mal gleich, was ich noch essen werde mit Leo, und dann sehen wir uns gleich am Pantenmarkt. So, willkommen am Pantenmarkt. Wie versprochen, zeige ich euch mal kurz, was es hier zum leckeren Abendessen gibt. Leo, was hast du hier Schönes ausgesucht? Ja. Hier haben die sogar Sonnenblumenkernsprossen. Richtig geil. Ja. Also kommt mal gerne hier vorbei an der Salatbar am Pantenmarkt. Ich habe hier zwei Eier. Pantip. Okay, ich sag's mal falsch. Avocado, zwei Eier und anderes Zeug. Wir haben jetzt hier noch Mangos geholt und noch Trauben und den zweiten Shake mit Banane, Ananas und Kokosmilch. Baby, wie war das Training? Richtig heftig. Haben wir richtig abgefuckt. Ja, Mann. Wie lange haben wir trainiert? Ich glaube, wir haben schon so um die 4 Stunden trainiert. Aber wirklich sehr, sehr gutes Gym. Kann ich echt nur empfehlen, Leute. Wie heißt nochmal das Podium, ne? Kommt zum Podium, ist drinne, habt ihr keine Probleme wegen den Moskitos. Es ist wirklich alles sauber. Geile Geräte. Also für die Leute, die Geräte benutzen. Aber ich benutze ja draußen den Calisthenics-Platz, und der ist auch richtig nice. Deswegen auf Koh Phangan das Podium abchecken. Genau, dann lasst mich mal essen, meine Lieben. Ich danke fürs einfach Einschalten und fürs Verfolgen. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr am Start wart, und lasst einen Kommentar da und abonniert gerne den Channel, falls ihr das noch nicht getan habt. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, und dann würde ich mal sagen, Baby, Alex, tschüss. Was ich noch sagen wollte, ist, ich habe jetzt, glaube ich, 6 oder 8 Stunden gefastet. Das ist wirklich mein erstes Essen heute. Kann ich echt nur empfehlen, Leute. Also man kann so ein Workout 4 Stunden nicht komplett natürlich durchziehen. Ich habe da bestimmt mal irgendeine 3-4 Stunden davon auch ein bisschen Pause gemacht. Aber sagen wir mal so, ich habe schon 2 Stunden richtig hart trainiert und habe natürlich Ganzkörper gemacht. Und ich merke, das geht energetisch nur, wenn ich nichts gegessen habe. Wenn ich was davor gegessen habe, geht das nicht. Deswegen nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Sorry für die Geräuschkulisse. Hier sehr, sehr laut. Esst bitte nichts vorm Training. Und wirklich mal, probiert das mal aus. Und dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es für euch war, ob ihr da wirklich auch was bemerkt. Ich bin jetzt sehr, sehr hungrig, deswegen sage ich nochmal Peace, Peace.